Ja, Patrick Hirsch, irgendwie ein seltsames Spiel heute. Was würdest du sagen? Gewonnener Punkt, verlorener Punkt? Jetzt ad hoc haben wir das Ding, jetzt haben wir einen Punkt geholt. Ja. Und, weiß man, was das gut ist. Und ist jetzt, dass das jetzt keine spielerische Offenbarung war, das ist auch ein Teil der Gegner, ein Teil der Platz. Das sind aber keine Ausreden. Trotz allem haben die uns ein bisschen zu längeren Bällen gezwungen. Und dann kommt halt so ein komisches Tennisball. Die Dinger fliegen hin und her. Das ist vielleicht für außen die nicht so schön anzuschauen. Alles in allem ist es aber wichtig, dass die Mannschaft das, was angesagt war, auf den Platz gebracht hat. Griffig, Zweikämpfe gewonnen, alles angegangen, die Kopfbälle. Jeder ist gelaufen und dann ist heute halt nur 0-0 rausgekommen. Alles klar. Zweite Hälfte, erste Halbzeit war richtig gut, fand ich. Also da habt ihr spielerisch gut reingefunden. Was war los also im Vergleich zur Anfangsphase zweite Halbzeit? Da war irgendwie, finde ich, schon ein deutlicher Bruch zu erkennen. Ja, so, auch sagen, jetzt, ist jetzt für mich gerade schwer, vielleicht ist es die Pause gewesen, die uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Wir haben wollten diese Aggressivität beihalten, das haben wir halt, aber vielleicht hat der Gegner auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass die ein bisschen noch früher angelaufen, noch ein bisschen aggressiver waren. Wie gesagt, keine Ausreden, müssen das besser machen, aber man darf jetzt auch nicht unzufrieden sein mit dem Auftritt. Die spielerische Art und Weise, okay, aber alles sonst hat die Mannschaft abgerufen. Alles klar, besten Dank. Bitte. Jens Drogenbrot, erstmal herzlichen Glückwunsch heute zum Rekord. Wie fühlt sich das an, jetzt vorher gefeiert zu werden und dann auf den Platz zu gehen? Hat man das noch ein bisschen im Hinterkopf? Nee, ich hätte mich lieber danach feiern lassen, als Team dann für die Dreier. Also daraus klingt schon ein bisschen, nicht ganz zufrieden mit dem Spiel oder mit dem Ergebnis? Ich denke, erste Halbzeit war okay. Erste Halbzeit war für eine Heimmannschaft war das gut. Zweite Halbzeit war weniger gut. Wie kam das? Kann man das irgendwie, kannst du das schon irgendwie analysieren, woran das lag? Also Cottbus ist extrem aggressiv rausgekommen aus der Halbzeit und hat nicht nachgelassen. Also sie sind immer wieder angelaufen in der Abwehr. Was ist da passiert? Ja, wie gesagt, du hast das gut gesehen. Sie haben uns aggressiver bekämpft und wir haben nicht diese Lücken gefunden, die wir nur in der ersten Halbzeit gefunden haben. Und deswegen haben wir uns dann so schwer getan, nach vorne zu spielen. Wird trotzdem heute Abend noch ein bisschen gefeiert oder irgendwie kurz angestoßen oder gar nicht? Nee, gar nicht. Also volle Konzentration auf Dresden. Ja. Alles klar, danke.